Hi, heute geht's an die Rommelwood Akademie. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei den Simpsons. Und nun ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir unsere Rommelwood Akademie beginnen. Wir werden uns das Ganze ein bisschen einteilen. Ich sage jetzt schon gleich, wir werden uns heute nur diesen mittleren Teil komplett einbauen. Das ist der größte Teil. Dann kommt ein zweiter Teil, wo wir denn die Seitenteile basteln. Und dann gibt es auch einen dritten Teil, womit wir denn komplett die rechte Seite uns fertig basteln. Plus dann noch ein bisschen so einen Rundumcheck machen. Was können wir noch dazu bauen und so mäßig. Das kommt dann alles im dritten Teil. Für die drei Teile kannst du dir auch dein Blockmaterial dann immer abspeichern. Von daher, ich empfehle dir, mach dir eine Kiste und da machst du dann auch gleich dein Blockmaterial rein. Wir beginnen erstmal uns ein paar glatte Steinblöcke rauszuholen, dann ein paar Steinstufen davon. Dann holen wir uns ein bisschen glatten Sandstein raus, also diesen komplett glatten Sandstein, der an allen Seiten halt miteinander verbunden ist. Ja, dann holen wir uns davon nochmal die Stufen und Treppen raus. Ich empfehle dir einfach mal türkise Glasblöcke, kannst auch blaue nehmen, halt welchen Geschmack du hast bei den Glasfarben. Ja, und dann holen wir uns noch ein paar graue Keramikblöcke raus. Wir beginnen erstmal, bevor wir natürlich hier gleich unseren Grundriss ziehen von unserer Rommelwood Akademie, erstmal so den Abstand zur Straße ein bisschen herzustellen. Also ich würde dir empfehlen, so nimm so, sagen wir mal 9 Blöcke. 9 Blöcke zur Straße kannst du dir hier natürlich an der Seite freilassen, weil da gibt es noch so eine kleine Auffahrt zu unserer Akademie. Von daher sollten wir ein bisschen Platz lassen. Dann geht es erstmal los, dass wir mit unserem glatten Steinblock uns erstmal eine Reihe hier langziehen. Ich setze mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Blöcke denn erstmal gerade hin. Davor setzen wir dann eine glatte Steinstufenschicht. Können wir einfach ganz normal hier vorne einmal ranziehen. So, und wenn wir das Ganze haben, können wir jetzt dahinter mit unseren Steinblöcken noch, würde ich mal sagen, noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke hinten ransetzen. Und 7 Blöcke davon, jetzt von hinten gesehen, können wir dennoch, ja, auf eine 2er Höhe setzen, obwohl, zack, ich mache denn doch lieber nur 7. Ja, so an der Seite natürlich auch, da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke hinten ran. Und dann setzen wir hinten so noch 7 Blöcke nochmal rauf, genau. Dann können wir noch vorne hier die eine, ja, den einen Block hier noch hier mit einer Stufe versehen. Das ziehen wir dann einmal rüber bis zur anderen Seite. Und wenn wir das soweit haben, können wir jetzt hier unsere anderen Blöcke hier, die wir haben, noch miteinander oben zuziehen. Aber dabei kannst du die hinteren zwei komplett freilassen, weil da setzen wir dann später noch das Mauerwerk hin von unserem Gebäude. Von daher die hinteren zwei Blöcke lässt du frei, aber die anderen können wir dann alle oben miteinander einmal zuziehen. Wenn wir das hinzugezogen haben, nehmen wir noch einmal kurz unseren glatten Steinblock raus und suchen hier einmal noch die Mitte. So, bei mir wäre die Mitte hier. Natürlich, wenn man sich die jetzt hier nicht gleich findet, kann man die nochmal prüfen an den Seiten. Haben wir hier 9 Blöcke? Jo. Könnten dann theoretisch gleich hier einen Zweier hinsetzen, aber wir können nochmal hier überprüfen. Haben wir 9 Blöcke? Jo. Und dann haben wir hier unsere 2er-Mitte gefunden. Nachdem wir jetzt unsere Mitte gefunden haben, geht es daran, dass wir das Mauerwerk von unserer Rommelwood Akademie uns jetzt schon ein bisschen kennzeichnen. Da beginnen wir auch gleich hier bei dieser 2er-Mitte, die wir uns gekennzeichnet haben. Gleich hier an der Seite unten setze ich mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke hin. Dann würde ich sagen, platziere ich ganz frech hier oben drauf welche. Und dann hier unten geht es weiter, dass wir dann hinter unseren glatten Steinblöcken dann hier weiter einfach uns einen langziehen. Wir lassen das Ganze erstmal alles hier auf einer Höhe. So, von denen geht es dann wieder einmal zur Seite weg. Da setzen wir jetzt noch. Also ich zähle den jetzt mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Blöcke denn zur Seite einmal komplett weg. Wenn wir das haben, können wir jetzt das Ganze einmal hochziehen. Da setzen wir jetzt noch nach hinten weg noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin. Und ich überlege gerade, wir könnten eigentlich nach diesen oder bei den 7. Block, denn hier, jetzt haben wir an sich ja eigentlich 8 Blöcke hier, ab den 8. Block hier einen Block nochmal hochsetzen. Das sollte man sich jetzt nur als kleines Maß nehmen und dahinter setzen wir dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 weitere Blöcke dann nochmal hinten einmal ran. Und dann begeben wir uns nochmal auf die Vorderseite, wo wir unsere Mitte ein bisschen kennzeichnet haben. Da setze ich mir wieder einmal zur Seite hier komplett unsere Steinblöcke einfach mal hin, bis wir hier natürlich enden. Hier oben drauf setze ich mir weitere 2 Blöcke hin. Hier hinten wieder einen ran. Und dann ziehen wir das Ganze wieder zur Seite. Sollten dann auch 20 Blöcke sein, aber wir können ja immer gerne mal nachzählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 Blöcke, passt also super. Haben wir denn hier wieder zur Seite weggezogen. Dann geht es wieder einmal nach hinten weg. Da sitzen wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beim siebten platzieren wir uns mal ein, einfach so als Markierung. Können ja einfach mal weiterzählen. Also 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Blöcke haben wir denn komplett einmal hier auf der Seite. Ja, ab den siebten hier oder dann, sag ich mal, auch wenn man hier vorne den halt mitzählt, müssten wir dann ab den achten hier einfach eine kleine Markierung und erstmal setzen. Und dann könnten wir das gleich hier einmal rüberziehen. Da zählen wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Blöcke setzen wir dann nochmal hier einmal zur Seite weg. Machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Einfach hier ran setzen wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Blöcke setzen wir dann hinten nochmal ran. Insgesamt haben wir ja denn hier eine Länge von 25 Blöcken. So, die Mitte, die wollen wir nicht gleich zuziehen, denn auf der Rückseite von unserem Gebäude befindet sich dann auch noch ein Hinterausgang. Den wollen wir dann hier, so würde ich mal sagen, gehen wir jetzt einfach mal noch drei Blöcke so schräg nach vorne weg. Auf der anderen Seite dann auch nochmal. Und dann da haben wir hier noch eine Lücke von vier Blöcke. Die können wir dann auch erstmal so lassen. Wenn wir jetzt unseren Grundriss gezogen haben, können wir das Ganze jetzt auch ein bisschen in die Höhe ziehen. Insgesamt setzen wir jetzt darauf noch 15 Blöcke rauf. Wir gehen am besten hier hin, um das Maß zu haben. Ich zähle den unteren jetzt mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blöcke. Insgesamt halt jetzt mit unten mitgezählt setzen wir rauf, ansonsten nur 15 Blöcke. So, jetzt, das können wir natürlich hier einmal komplett hier überall hinziehen. Alles halt auf die gleiche Höhe wie jetzt den hier. Und jetzt habe ich mir die Seite ein bisschen markiert hier. Ne? Ab dem 8. oder 7. Block, wie man halt sehen möchte, brauchst du nicht weiter hochziehen. Also jetzt hier diese Lücke. Hinten auf der Rückseite ziehst du, wenn, höchstens nur die letzten zwei Reihen hoch. Und die mittleren Teil hier, die kannst du erstmal noch offen lassen. Das hat damit zu tun, dass wir ja noch an den Gebäude noch weitere Seitenkomplexe reinbauen. Und die haben ja natürlich auch Wände und so. Und von daher müssen wir uns ja hier nichts zuziehen, was wir später auch wieder einreißen wollen. Gleiches Spiel natürlich dann auch auf der Rückseite. Oder auf der anderen Seite. Ja, gut, dann würde ich sagen, ziehen wir das Ganze erstmal hoch, dass wir überall insgesamt eine Höhe von 16 Blöcke haben. Haben wir dann ringsrum einmal das ganze Mauerwerk hochgezogen, geht es jetzt ran, dass wir noch ein bisschen was verfeinern, einmal auf der Vorderseite. Wir hatten ja an sich hier eine Zweierlücke lassen. Da können wir noch an den Seiten, würde ich mal sagen, noch 1, 2, 3, 4 Blöcke so an sich in die Höhe noch an der Seite ziehen. Hier wird ja dann an sich später noch unsere Tür reingebaut. Ansonsten können wir darüber dann den Rest einfach noch ausfüllen. Und wenn wir die Vorderseite ausgefüllt haben, gehen wir einmal dann auf die Rückseite. Da befindet sich natürlich unser Hinterausgang. Da würde ich auch sagen, machen wir eine Höhe von 1, 2, 3, 4 insgesamt. Vierer weiter hat das Ganze ja schon. Und dann können wir hier den Rest auch ausfüllen. Und wenn wir das ausgeführt haben, geht es dann an die Seiten. Ich hoffe, du hast natürlich jetzt die Seiten so freigelassen. Die muss man an sich nicht ausführen. Hups, außer vielleicht hier machen wir hinten auf der Rückseite auch so Zweierdicke. Ne? Zweierdicke sollte ausreichen und vorne wäre es ja dann eine Achterdicke, die wir jetzt hier hochgezogen haben. Da geht es jetzt ran, dass wir schon mal so ein bisschen, ja, sage ich mal, diesen Vorbau für unser Dach machen. Ich hatte ein bisschen Geschwindigkeitstrank genommen, um das ein bisschen hochzuziehen, ne? Sonst dauert das ja mal ewig. Ja, wir lassen jetzt an den Seiten jeweils erstmal einen Block frei und dann können wir hier eine komplette Reihe von unseren Sandsteinblöcken hier einmal heraufsetzen, ne, an der Seite einen freilassen. Dann lassen wir an den Seiten jeweils zwei Blöcke einfach mal so Abstand. So, ziehen wir wieder rauf, dann lassen wir einen Block wieder Abstand. So, nächste Reihe rauf, wieder einen Block Abstand lassen, Reihe rauf. Dann lassen wir wieder zwei Blöcke Abstand, Reihe rauf. Und dann würde ich sagen, machen wir wieder einen Block Abstand. Genau, dann wieder einen Block Abstand. Dann lassen wir an den Seiten zwei Blöcke Abstand und ganz oben nochmal zwei Blöcke. Das Spiel machen wir natürlich nochmal einmal auf der anderen Seite. Also an der Seite erstmal einen Block Abstand lassen, können eine Reihe aufsetzen. Wenn wir das haben, lassen wir an der Seite dann zwei Blöcke Abstand. So, nächste Reihe rauf, dann wieder ein Block, Reihe rauf, wieder ein Block. Wieder die nächste Reihe raufsetzen. Danach kommt dann wieder ein Zweier, zack, Reihe rauf, dann wieder einer, zack, nochmal einer, zack. Und ganz oben zum Schluss lassen wir an den Seiten halt zwei und ganz oben haben wir eine Zweier Mitte dann auch. Ja, wir können nochmal hier so gucken. Erst einer, Zweier, einer, Zweier, einer und Zweier, Zweier. Wir beginnen erstmal mit ein paar Fenster und zwar wollen wir erstmal, würde ich mal sagen, zweimal Vierer Fenster uns erstmal reinsetzen. Wir beginnen auf der Vorderseite von unserem Gebäude.
Ich beginne jetzt einfach mal auf der linken Seite, lasse mir jetzt an der Seite, würde mal sagen, 3 Blöcke Abstand. Unten lasse ich mir auch 3 Blöcke Abstand, dann schleiche ich mir erstmal hier 2 weg. Insgesamt halt machen wir jetzt halt immer zu dieses Maß am Fenster, also 2er Dicke und 4er Höhe. Dann gehe ich zur Seite und lasse dann einfach mal 4 Blöcke Abstand. Ja, und dann gehe ich nochmal zur Seite weg und lasse 4 Blöcke Abstand, dann sollte ich hier noch 2 Blöcke haben. So, dann haben wir hier insgesamt 3 Fenster, die können wir natürlich hier einmal so alle hochziehen. Zack, auf einer 4er Höhe insgesamt. So, dieses Muster wollen wir noch einmal ein bisschen weiter oben hinsetzen. Und zwar lasse ich jetzt über den Fenstern insgesamt 3 Blöcke Platz. Und dann schlage ich mir hier wieder 4 Fenster hin. Und ganz oben sollten wir dann noch 2 Blöcke haben. So, wenn wir das denn haben, können wir natürlich hier die nächsten 2 Fenster auch nochmal freihauen. Und dieses Spiel mit diesen 6 Fenstern machen wir dann natürlich dann nochmal hier auf der anderen Seite mit. Ne, ich gebe euch nochmal kurz das Maß vor. Wir beginnen einfach mal dann außen an der Seite. Lassen unten 3 Blöcke, an der Seite 3 Blöcke. Dann können wir hier schon mal so ein Freier, also ein Zweier weghauen. Unser Fenster hier dann schon wieder ein bisschen markieren. So, die haben eine 4er Höhe. Zur Seite lassen wir dann wieder 4 Blöcke Platz. Und dann können wir hier wieder das gleiche Fenster hin. Dann wieder 4 Blöcke Platz lassen. Setzen wir wieder unser Fenster hin. Ne, und darauf achten, dass wir dann hier auch noch 2 Blöcke haben. So, diese 3 Fenster können wir natürlich noch oben einmal hinsetzen. Und da lassen wir darüber dann natürlich 3 Blöcke dann hier wieder Abstand. So, und dann setzen wir unsere 3 Fenster natürlich dann auch wieder hier rein. Ja, super. So, wenn wir das Ganze haben, biegen wir jetzt einmal zur Seite ab. Ja, hier auf der Seite. Wir machen jetzt immer erstmal dieses Maß vom Fenster. So, dass wir dann, würde ich mal sagen, jetzt nicht einfach so willkürlich reinhauen. Wir lassen dann wieder unten 3 Blöcke Abstand und an der Seite, würde ich mal sagen, lassen wir auch 3 Blöcke Abstand. So, dann schlage ich mir hier wieder mein Fenster rein und lasse darüber dann wieder 3 Blöcke Platz und dann schlage ich mir hier wieder mein Fenster rein. Auf der anderen Seite machen wir es dann synchron einfach mal mit, ne, dass im Gedächtnis bleibt. Also wir lassen an der Seite 3 Blöcke Platz und auch nochmal 3 Blöcke Platz und dann schlagen wir hier unser Fenster ganz einfach mal rein. Und über das Fenster machen wir noch ein Fenster, also 3 Blöcke Platz lassen und dann wieder ein 4er Fenster hier rein. So, aber mit diesen 2 Fenstern möchte ich mich noch nicht zur Ruhe geben. Wir machen noch oben in der Mitte von unserem Gebäude ein Fenster. Und zwar lasse ich jetzt hier oben bei der Mitte, bei einer Zweiermitte, 2 Blöcke Platz. Und dann schlage ich mir darunter wieder solch ein Fenster rein. So, andere Seite wollen wir das auch machen. Also oben in der Mitte lassen wir 2 Blöcke. Ne? Und dann schlagen wir darunter ein, ja, 2x4er Fenster. Auf der Rückseite habe ich schon eine Seite mir mal freigehauen, weil ich sag mal, auf der Rückseite, ich habe das Ganze mir nicht designt und bei den Folgen wurde auch nie so richtig was vorgegeben, was sich auf der Rückseite befindet. Da sah man eigentlich immer nur eine Fensterfront und die passt eigentlich auch gut hin auf der Rückseite. Von daher werden wir jetzt auf beiden Seiten natürlich den 8 Fenster noch platzieren. Die haben das gleiche Maß wie auf der Vorderseite. Wir beginnen dann wie immer erstmal an der Seite von unserem Gebäude. Wir lassen dann wie immer 3 Blöcke unten wie an der Seite Platz. Und dann können wir hier einmal unser Fenster so ein bisschen reinhauen. Und dann gehen wir wieder zur Seite und lassen einen Abstand bis zum nächsten Fenster wieder von 4 Blöcke. Insgesamt sollten wir dann 4 Fenster dann auch hier perfekt reinkriegen. So, jetzt habe ich schon 3 und dann noch ein 4. Und dann sollten wir hier, bevor jetzt dieses nach vorne geht, dann noch 2 Blöcke an der Seite haben. Jo, dann passt das Ganze. Und dann haben wir 4 Fenster an sich hier uns platziert. Das Ganze wollen wir noch einmal machen. Das heißt, wir lassen jetzt 3 Blöcke wieder darüber Platz und schlagen dann hier wieder einfach dieses 2x4er Fenster. Das können wir natürlich dann einmal so übernehmen. Und wenn wir das dann so übernommen haben, machen wir das ganze Spiel dann natürlich nur auf der anderen Seite. Und dann sind wir erstmal mit diesem Maß von den Fenstern fertig. Ich befinde mich wieder vor unserem Gebäude. Da wollen wir noch ein kleines Fenster hier in die Mitte hauen. Und zwar, wir haben ja an sich ja hier unsere Tür so ein bisschen schon vorgemarkert. Ich lasse mir jetzt hier an den Seiten, würde ich mal sagen, von der Höhe so 3, 4, 5, 6 Blöcke unten und schlage ich mir jetzt hier genau über unserer Tür, na, ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter zur Seite, dass wir insgesamt halt 6 Blöcke in der Länge haben und dann 4 Blöcke in der Höhe, können wir uns das denn hier natürlich einmal freihauen. Und wenn wir das freigehauen haben, achten wir nochmal drauf, dass wir wirklich 6 Blöcke darunter noch haben bis zum Boden. Jo, haben wir, wunderbar. Und dann lassen wir das Fenster erstmal so. Aber solch ein Fenster möchte ich mich gerne auch nochmal auf der Rückseite machen, denn ich habe gesehen, auf der Rückseite befindet sich aus. Was könnte sich vielleicht noch ändern im Maß, wenn man sich das anpassen möchte, ne? Ansonsten, ich würde dann auch sagen, machen wir genau das gleiche Spiel. Ich lasse jetzt hier an den Seiten dann auch wieder 6 Blöcke Platz und dann schlage ich mir hier auch wieder so, ja, eigentlich genau das gleiche Fenster rein, ne? 6er Länge und dann 4er Höhe können wir dann hier auch uns einfach mal freihauen. Ja, super. Aber damit möchte ich jetzt all diese Fenster, die wir jetzt hier reingehauen haben, nicht so einfach da lassen. Die wollen wir noch ein bisschen bearbeiten. Und zwar, wir schnappen unsere Stufen zur Hand und können jetzt bei jedem Fenster, das wir uns gemacht haben, auch jetzt hier über der Tür, ne, unten wie oben noch ein paar weitere Stufen uns platzieren. Das macht das Fenster ein bisschen kleiner, ne? Und weiß halt die gleiche Farbe hat, das fällt halt denen nicht so auf, ne? Gut, die werfen jetzt hier so ein bisschen Schatten. Na, vielleicht ist das auch ein kleiner Lichtbug.
Ja, aber jedenfalls werden wir jetzt bei jedem Fenster noch oben wie unten noch ein paar Stufen uns einmal hier platzieren. Ich stelle mich so ein bisschen weiter weg. So. Wenn wir dann einmal Stufen unten wie oben bei unserem Fenster platziert haben, können wir noch, wenn wir fleißig sein wollen, auch noch gleich die ganzen Fenster mit unseren Glasblöcken noch einmal innen drin bestücken. So, die Fenster sind bei mir jetzt mit den ganzen Glasblöcken bezogen worden. So sieht das Ganze denn jetzt schon erstmal aus. Jetzt geht es weiter, dass wir schon anfangen mit dem Dach. So, ich zeige euch mal kurz einfach, wir setzen jetzt hier an der Seite einfach mal unsere grauen Keramikblöcke ein bisschen raus. Sehen zwar immer mehr aus wie braune, aber ich finde einfach, das ist der beste Farbton für das Dach. Wenn man so ein bisschen Spiele-App mal ein bisschen guckt, ist das schon das Beste. Ja, und die ziehen wir dann einfach komplett hier an der Seite einmal komplett rauf. Natürlich die Fleißigen von euch, die können das Ganze natürlich auch wieder einmal überstehen lassen. Aber nicht nur das machen wir, wir ziehen das Ganze natürlich jetzt einmal bis zur anderen Seite. Bei der Vorderseite braucht er, sag ich mal, wenn wir jetzt hier vorne dran noch einen weiteren Block uns hier platzieren am Mauerwerk, nur, sag ich mal, bis hier so ranziehen. Ihr müsst das jetzt hier nicht komplett ringsherum ziehen, das macht ihr nicht, weil wir machen ja noch später so einen Vorbau davor. Von daher müsst ihr es nur jetzt hier bis zur Seite ziehen, den Rest könnt ihr dann natürlich hier einmal zuziehen. Obwohl, was heißt zuziehen? Ich würde mal sagen, hier auf der Vorderseite macht mal das Ganze nicht so allzu weit, denn wir machen hier vorne noch ein weiteres Dach hin, sonst müsst ihr wieder so viel weghauen. Von daher zieht man das Ganze nur, sag ich mal, bis jetzt hier diese Mauer kommt, ne, und dann lasst ihr das auf der Vorderseite. Auf der Rückseite gebe ich euch freie Hand, das könnt ihr dann einmal komplett zuziehen. Gut, wir haben jetzt hier natürlich dann auch etwas hervorstehendes hier vom Gebäude, aber das ist nicht so schlimm. Da zieht ihr das einfach lang und könnt darüber dann auch weiter einfach alles zuziehen. So, weil das Zuziehen dauert jetzt einfach zu lange jetzt hier, von daher mache ich hier wieder einen Schnitt rein. Wo stelle ich mich am besten hin? Auf der Vorderseite? Ja. Wenn wir das Dach dann drauf haben, sieht es dann natürlich im Endeffekt so aus. Ja, einmal von der Vorderseite, denn wir sollten ja ein bisschen hier die Mitte freilassen, weil wir ja gleich hier noch vorne so ein Vorbau uns hier hinziehen, dass wir dann auch später hier noch ein extra Dach uns anfertigen. Jetzt gehe ich nochmal auf die Rückseite und zwar sieht natürlich das hier hinten ein bisschen doof aus. Aber ich habe ja gesagt, wenn wir irgendwann beim dritten Teil sind, wo wir dann den dritten Komplex bauen, werde ich auch das hier noch ein bisschen überarbeiten, weil ich werde mir die Folgen noch ein bisschen genauer angucken, weil hinten war auch irgendwie noch, ja, so ein Vorbau hinten dran. Das habe ich noch nicht so ganz genau aus den Folgen gesehen, von da muss ich erstmal gucken, wie ich denn das mache. Von daher lassen wir die Baustellen erstmal so offen. Ne, da muss man mal gucken, wie wir uns das denn am Ende noch zeichnen wollen. Ja, aber ansonsten geht es jetzt weiter hier auf der Vorderseite. Wir schnappen wieder unsere Sandsteinblöcke einmal zur Hand. Und zwar müssen wir vorne ein paar Säulen uns hinziehen. Ja, da gucken wir einfach mal hier vorne so ein bisschen. Wir haben ja jetzt hier unsere Treppen. Ne, hier oben denn auf der letzten Ebene. Lassen wir vorne an der Seite jetzt hier einfach mal eine Reihe frei. An der Seite auch eine Reihe frei. Und dann ziehen wir uns hier so einen Viererblock hin. Und das Ganze machen wir dann hier auch wieder auf die gleiche Höhe, wie wir jetzt natürlich denn jetzt hier unser Mauerwerk haben. Ich werde jetzt hier ein bisschen schneller arbeiten, von daher ziehe ich mir das alles jetzt hier gleich hoch. Also wie gesagt, wir ziehen uns dann diesen Klotz dann hier einmal komplett hoch. Dann lassen wir an der Seite zwei Blöcke Abstand und ziehen dann hier einen weiteren Klotz dann auch wieder so nach oben weg. So, dann fangen wir einfach auf der anderen Seite an, gucken wieder an der Seite eine Reihe freilassen, vorne eine Reihe frei, setzen wir uns hier wieder so einen Vierer hin, können wir dann auch wieder hochziehen, zwei Blöcke Platz lassen, wieder so ein Vierer hin und den ziehen wir dann auch uns einfach auf die gleiche Höhe, wie wir unser Gebäude haben. Wenn wir unsere vier Säulen denn hochgezogen haben, geht es weiter mit den glatten Steinstufen. Ich beginne jetzt hier einfach mal an der Seite. Wir können jetzt hier, würde ich mal sagen, ab hier ziehen wir uns das Ganze ein bisschen weiter. Also, wir lassen oben einen Block so an den Platz, wie er ist. Und gleich darunter, oben an dem Block, setzen wir dann unsere Steinstufen hin. Die können wir auch hier einmal nach vorne so ein bisschen überstehen lassen. Ja, können wir machen. Das Ganze ziehen wir dann hier einmal bis zur anderen Seite wieder hin. Ups, nicht so weit. Und dann hier auch wieder an unserem Haus anschließen. So, wenn wir das Ganze haben, können wir jetzt hier einmal die mittlere Ebene einmal dann damit komplett ausfüllen. Wenn wir die Fläche hier zwischen einmal ausgefüllt haben, geht es wieder weiter mit unserem glatten Sandsteinblock. Jetzt wollen wir uns so ein bisschen das nach oben ziehen für unser Dach schon. Wir setzen jetzt hier vorne auf unserer Stufenreihe einfach eine komplette Steinblockreihe lang. An der Seite lasse ich mir jetzt einen Block Platz, dann ziehe ich mir wieder eine Reihe hier lang. Dann lasse ich mir an der Seite zwei Blöcke Platz und ziehe mir das hier wieder hoch. So, jetzt machen wir so ein kleines Spiel. Haben jetzt erstmal einen Block freigelassen, dann zwei. Jetzt lassen wir wieder einen Block frei und danach lassen wir wieder zwei Blöcke frei. So, dieses Spiel, das machen wir jetzt so lange, bis wir oben ankommen. Wir nach dem Zweier dann wieder einer hier an der Seite freilassen, dann einer wieder zwei an der Seite freilassen, bis wir oben ankommen. Und ganz oben können wir natürlich dann hier ein Zweier hinsetzen. Geht alles sehr schön auf. Und wenn wir das Ganze dann so weit haben, können wir jetzt anfangen, das Dach natürlich hier mit in den Hauptdach dann zueinander verbinden. Ne, wir fangen dann hier einfach an der Seite an. Wir können das Ganze auch gleich einmal überstehen lassen. Von hier hinten können wir dann gerade hier das einfach anschließen und dann hier so weiter wieder nach vorne ziehen. Das Spiel machen wir jetzt hier die ganze Zeit. Jetzt kommen wir natürlich zu so einem Zweier. Ne, guck, passt perfekt. Hier haben wir auch wieder einen Zweier und können das Ganze dann hier auch nach vorne ziehen. Also wunderbar geht das Ganze dann auf. Ne, das machen wir jetzt so lange, bis wir oben ankommen. Ne, ja gut, jetzt haben wir hier jetzt auch wieder hier diesen Zweier. Ne, der geht natürlich jetzt
Ah, wohl doch, das passt doch alles. Ja, fast verguckt hier, aber ne, passt wieder alles. Ne, und so geht das Ganze halt auf. So, jetzt haben wir natürlich hier, zack, jetzt natürlich so ein, na, jetzt ein Zweierfläche, aber nur einer. Was machen wir da? Dann machen wir einfach, zack, schummeln wir so ein bisschen. Ne, dann können wir jetzt hier den Zweier einfach mal hier gerade ransetzen. Macht ja nichts. Jetzt würde denn einer kommen, so zack. Ne, verbinden wir uns das Ganze. Das ist nicht so schlimm, wenn das halt nicht so ganz aufgeht. Ne, weil, sag mal, was hier nicht genau anschließbar ist, das, ja, vertuschen wir einfach so ein bisschen. Ne, jetzt ziehe ich mir einfach mal das hier einfach mal gerade weg nach hinten. So. Und dann verbinden wir das Ganze einfach mal hier. Ja, nicht so, sondern, ne, jetzt haben wir hier den Zweier. Ich werde gleich nochmal die andere Seite ein bisschen anders mir vorbasteln, dann kann ich es vielleicht nochmal ein bisschen besser zeigen, wie das gemeint ist. So, ich verbinde nochmal kurz hier die eine Hälfte. So, die eine Seite ist verbunden, die andere Seite habe ich jetzt hier schon ein bisschen mit nach hinten gezogen. Also die ersten Reihen, die gehen ja ganz gut ineinander. So, habt den nächsten denn so, ne, muss man dann immer gucken, wie man sich das halt verbindet. Gut, dass ich mir das jetzt hier so ein bisschen vorgezogen habe, so kann man ein bisschen immer besser gucken. Guck, jetzt haben wir ja natürlich hier nur den einer. Ja, dann würden wir dann das Ganze dann hier noch so ein bisschen vertuschen, ne. So, was hätten wir denn hier wieder? Zack. Ne, verbinden wir uns das Ganze einfach mal. Das ist nicht so schlimm. Das können wir hier ruhig so ineinander laufen lassen. Ne? Auch hier sehen wir so, zack, dann einfach hier so rein. Dann habe ich das auf der anderen Seite auch gemacht, ich hoffe. Ja. Ne, man lässt es ineinander halt einfach reinlaufen. Ne? Da darf man sich jetzt hier keinen Arm brechen oder so dabei. Also einfach nur zack. Verbinden wir das Ganze einfach, ne. Guck, jetzt ist das hier schon wieder. Ah, nee. Nee, geht alles perfekt auf. So, und hier oben haben wir natürlich wieder einen Zweier, ne. Und dann passt das Ganze. So, haben wir dann alles verbunden miteinander. Sollte perfekt aufgehen. Ne, liegt vorne auf. Und wenn wir das soweit haben, machen wir da jetzt noch ein paar Fenster rein. Wir beginnen dann erstmal ganz vorne hier. Suchen nun einmal die Mitte raus. Wir haben hier immer eine Zweiermitte. Ich lasse mir jetzt einfach mal oben zwei Blöcke hier wieder frei. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke schlage ich mir hier einfach mal in der Mitte weg. An der Seite lasse ich mir dann zwei Blöcke Abstand und schlage mir dann hier noch an der Seite nochmal so ein 2x3er großes Fenster einfach mal weg. Die haben unten natürlich dann alle, sage ich mal, die gleiche Ebene, wo wir die Fenster halt uns so platzieren möchten. So, bei den Fenstern setze ich mir jetzt unten jeweils immer wieder ein paar Stufen hin. Die lasse ich aber diesmal jetzt hier vorne einmal überstehen so ein bisschen. Die haben so ein kleines Brett unten noch vorne dran. Und bei unserem Fenster oben setze ich mir dann einfach mal zwei umgedrehte Treppen so zueinander hin. Das mache ich hier bei jedem Fenster. Und wenn wir die dann natürlich einmal platziert haben, können wir dann unsere Fenster auch wie immer gleich mit unseren Glasblöcken beziehen. Super, so, dann sind wir natürlich jetzt hier erstmal mit diesem Blockmaterial, was wir haben, fertig. Das heißt jetzt nicht, wir schmeißen das weg, sondern wir speichern uns das in der Kiste ab, ne, für die nächste Folge denn. So, man kann auch mal rumfliegen, ne, die Seiten sind erstmal so fertig. Die Rückseite, wie gesagt, das bearbeiten wir alles im letzten Teil, auch die anderen Teile, die wir ranbauen. Da wird immer ein bisschen was offen bleiben, so Fragen offen bleiben, wie sieht das so ein bisschen aus zur Folge. Und da muss ich selber noch ein bisschen gucken und wie gesagt, das machen wir dann alles im letzten Teil. Ja, ansonsten, so sieht das denn erstmal aus und dann heißt es, die Blöcke abspeichern und dann holen wir uns neue Blöcke raus. Weiter geht's denn erstmal mit unseren abgezogenen Schwarzeichenholzblöcken. Dann geht's weiter mit hellgrauem Beton, denn Schwarzeichenholztreppe, davon nochmal die Stufe und die Tür. So, wir beginnen erstmal natürlich mit unserer Haupttür vorne. Ich will mir die Tür natürlich jetzt nicht einmal ins Gebäude reinsetzen, sondern ich werde mir das Ganze so ein bisschen vorne überstehen lassen. Das heißt, ich setze mir jetzt erstmal natürlich einmal innen drin komplett einmal hier zwei Baumstämme rein. Insgesamt haben wir dann hier vier Baumstämme uns platziert und das Ganze mache ich noch einmal vor unserem Gebäude. So, wenn wir das Ganze dann soweit haben, würde ich mal sagen, ziehe ich oben mir das Ganze einfach mal zu hier mit unseren Baumstämmen. So einfach. Und dann setze ich mir natürlich zwei Treppen umgedreht einmal so hin und innen drin setze ich mir dann gleich dahinter auch nochmal so zwei einfach umgedrehte Treppen hin. So, den Boden hier könnte man dann natürlich einmal austauschen durch den Boden, wo der natürlich dann in die Schule reinkommt, aber wie man da, welchen Boden man dann nimmt, ne, das spielt auch keine Rolle. So, jedenfalls, wir setzen dann hier einfach mal unsere Türen dann schon mal gleich rein und oben drauf befindet sich noch so, ja, so etwas Deko-mäßiges. Das wollte ich mir eigentlich hier ein bisschen platzieren und zwar in der Mitte hier setze ich mir dann einfach mal, weil da irgendwie was Gräuliches zu sehen war, einfach mal unseren grauen Beton oben hin. An den Seiten davon dann einfach mal zwei umgedrehte Treppen. Und dann nochmal an den Seiten, um unseren Baumstamm hier oben mit diesem Jahresring zu verdecken, ziehe ich darauf noch eine Stufe. So sieht dann natürlich hier einmal mein Vordereingang aus. Und auf der Rückseite wollen wir uns natürlich auch noch einen Hinterausgang basteln, aber den werden wir so ganz typisch bauen. Da setze ich mir meine Baumstämme natürlich hier einfach mal ganz normal hier an den Seiten rein. Insgesamt denn hier auch wieder vier Baumstämme. So, die können wir dann oben wieder miteinander verbinden. Zwei umgedrehte Treppen drunter
und dann darunter noch eine Tür. Ja, dann sieht das hinten auch erstmal so aus und so lassen wir das. So, dieses Blockmaterial wollen wir natürlich nicht gleich wieder wegtun. Ne? Das speichern wir uns auch erstmal wieder in einer Kiste ab. Gut, dass ich nochmal überprüft habe, ob ich wirklich alles jetzt gebaut habe mit euch. Und da fällt mir noch auf, uns fehlen noch ein paar Dachfenster auf der Vorderseite. Ja, da schnappen wir uns nochmal kurz einfach mal die Blöcke, die wir uns ja zum Glück abgespeichert haben. Ne? Unseren Sandsteinblock, die Stufe davon, ne? Unsere Glasbögen uns nochmal raus und unsere graue Keramik. So, denn hier bei der Vorderseite wollen wir uns auf jeder Seite noch drei weitere Dachfenster machen. Ich fange jetzt hier einfach mal auf der linken Seite an. Wir können uns genau von unserem Fenster aus richten. Jetzt hier, sagen wir immer jetzt zur Mitte halt gerichtet, nehme ich jetzt hier diese Fensterreihe, gehe dann nach oben. Wir haben jetzt, sage ich mal, hier eine Blockreihe, dann noch eine weitere Blockreihe. Und jetzt hier, wo wir diesen ersten Zweier haben, schlagen wir was weg. So, wir gucken hier beim Fenster ein bisschen. Zack, gehe ich nach oben und schlage mir dann hier den einmal weg und gehe dann noch zwei Blöcke noch weiter zur Außenseite einfach mal hin. So, das Spiel mache ich jetzt hier immer wieder. Und jetzt gehen wir zum Fenster. Zack, hier, zack, schlagen wir dann wieder drei Blöcke weg. Machen das Spiel noch einmal. So, von hier gehe ich hoch und auch hier wieder drei Blöcke weghauen. So, jetzt haben wir das hier einmal ein bisschen freigehauen. Das heißt jetzt, ich setze mir jetzt einfach mal an den Seiten komplett einmal hier meine Sandsteinblöcke hin. Das Ganze mache ich mir auf eine Dreierhöhe insgesamt. Das können wir hier einmal dann mit dem Dach auch hinten noch einmal verbinden. So, das Spiel machen wir natürlich denn hier insgesamt dreimal. Wenn wir das soweit haben, können wir jetzt darauf noch eine vierte Reihe setzen. Und zwar dann in der Mitte komplett einmal ziehen wir uns hier dann noch eine weitere Steinblockreihe einmal lang. Danach können wir jeweils unten wie oben noch eine weitere Stufenreihe bei unserem Fenster hier überall einmal platzieren. Und wenn wir die dann natürlich platziert haben, können wir dahinter dann einfach unsere Glasblöcke uns schon gleich reinziehen, damit die Fenster dann auch damit abgeschlossen sind. Aber damit können wir die immer noch nicht lassen. Und zwar müssen wir darauf dann noch eine weitere Dachebene uns ziehen. Aber die machen wir ganz einfach. Einfach pyramidenmäßig setzen wir hier drei weitere Blöcke davon einfach mal rauf. Die lassen wir dann nach vorne auch einmal überstehen. So, wer übertreiben möchte, könnte dann auch nochmal hier weiter an der Seite machen. Aber ihr dürft nicht vergessen, dann wäre hier nur noch eine Blockreihe Platz. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so gut aussieht. Naja, wir müssen das sowieso nur auf der anderen Seite machen. Von daher werde ich jetzt hier einfach mal das Ganze nochmal komplett an der Seite überstehen lassen. Und auf der anderen Seite machen wir das so, wie ich es eigentlich gedacht habe. Und dann kann man jetzt selber entscheiden, was sieht besser aus, was möchte man übernehmen. Ne, und gucken wir einfach mal. Könnte man so nehmen, ne? Der Abstand geht noch so von dem Dach. Naja, wir wollen nochmal die andere Seite und dann gucken wir einfach mal zum Vergleich. Machen wir einfach mal. Ja, hier ist eigentlich genau das gleiche Spiel. Natürlich sind spiegelverkehrt, müssen wir uns das einfach ein bisschen freihauen. Ich fange jetzt hier wieder beim Fenster an, gehe nach oben. Hier bei der Zweier-Schicht schlage ich mir dann hier wieder drei Blöcke insgesamt einmal weg. Das mache ich dann hier bei jedem Fenster. Und dann sollte immer von diesen freigehauenen, wenn wir es haben, noch dazwischen halt drei Blöcke Platz sein. Ne? So, machen wir auch nochmal. Zack, haben das frei. So, jetzt können wir natürlich da wieder unsere Sandsteinblöcke einmal platzieren. Ja, und dann auch nicht vergessen, wir platzieren dann auch wieder Stufen unten wie oben hin und dahinter dann auch wieder unsere Glasblöcke noch rein. Und wenn wir das haben, müssen wir natürlich noch einmal das Dach aufsetzen. Ja, so habe ich mir das eigentlich mehr geplant, wie das aussehen soll, aber irgendwie, ja, kommt meistens immer, wenn man Gras dabei baut, gefällt mir die Ansicht mehr, ne? Wenn wir die noch ein bisschen an der Seite mehr runterziehen, die Dächer. Ja, doch, wirkt ein bisschen besser. Ha, beim Vorbau sah es doch ein bisschen anders aus mit der Wolle, von daher entscheide ich mich für die Variation. Ja, das sieht einfach besser aus. Gefällt mir. Diese Dachfenster befinden sich aber nur auf der Vorderseite. In den Folgen kann ich wirklich sagen, ich habe geguckt und ich habe auf der Rückseite nicht gesehen, dass sich diese Dachfenster auf der Rückseite befinden. Wer es natürlich schön findet, kann sich die natürlich auch auf der Rückseite ziehen. Aber erstmal lasse ich mir das offen. Vielleicht kann man sich das im Nachhinein ja immer noch setzen, aber erstmal offen lassen. Und dann sind wir hier mit diesem Gebäudekomplex auch erstmal fertig. Ja, in der nächsten Folge, wie gesagt, geht es an die Seitenkomplexe. Die wollen wir uns dann natürlich basteln, damit die dann fertig sind. Das ist dann, sag ich mal, viel Synchronarbeit. Das sollten wir dann fix hinkriegen. Ja, wie immer ist das dann alles auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, dann stelle ich mich dann erstmal vor diesem Gebäudeteil hin und dann hören wir oder sehen uns zum nächsten Teil wieder. Also, haust rein und tschüss!